Wann solltet ihr das Disneyland Paris 2024 lieber nicht besuchen? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video, wann ihr das Disneyland Paris 2024 lieber meiden solltet, wenn ihr wenig Leute mögt. Also wenn ihr keine Menschenmassen mögt, dann solltet ihr vielleicht zu den Zeiten, die ich euch jetzt gleich sage, lieber nicht ins Disneyland fahren, weil dieses Jahr steht natürlich sehr, sehr viel an. Sehr, sehr viele neue Shows und Seasons und keine Ahnung was und natürlich auch Ferien und die Zeiten, zu denen es etwas voller sein könnte dieses Jahr, gehen wir jetzt in diesem Video durch. Und schreibt mir gerne unten die Kommentare, wann euer nächster Disneyland Paris Trip geplant ist. Wird mich sehr interessieren und vielleicht überlappen sich ja unsere Pläne und wir sehen uns mal vor Ort. Und wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid oder ihr habt den Kanal noch nicht abonniert, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und auch wenn ihr die Glocke da unten drückt, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Starten wir mit dem Anfang des Jahres. Und zwar würde ich euch empfehlen, nicht unbedingt vom 8. Januar bis zum 12. Februar ins Disneyland Paris zu fahren. Ich weiß, in anderen Videos habe ich immer mal gesagt, Januar und Februar sind eigentlich gute Zeiten, um dorthin zu fahren, wegen der Low Season. Aber Disneyland Paris dachte sich, nee, das machen wir dieses Jahr nicht so. Wir führen mal eine neue Season direkt am Anfang des Jahres ein. Und zwar am 8. Januar beginnt Symphony of Colors, die neue Wintersaison, und beginnt direkt mit der neuen Drohnenshow. Das heißt, ihr könnt direkt am Anfang, jetzt am 8. Januar, natürlich damit rechnen, dass natürlich sehr, sehr viele Medien da sind, um halt die neue Drohnenshow zu sehen, inklusive mir. Und genau, und die Season geht ja tatsächlich bis einschließlich, glaube ich, März. Also die Drohnenshow wird auf jeden Fall bis 30. September 2024 laufen. Warum bis 12. Februar? Weil natürlich die neue Show an dem Wochenende beginnt, an dem 10. Februar, glaube ich. Oder 11. Februar, jetzt muss ich mal kurz nochmal ins Datum gucken. Genau, also die neue Show beginnt am 10. Februar und dementsprechend ist der Zeitraum zwischen dem 8. Januar und 12. Februar sehr, sehr busy, weil natürlich viele Leute auch das Disneyland Paris besuchen möchten wegen der neuen Season. Vor allem natürlich wir Influencer und Media-Leute. Und dazu kommt noch dass natürlich, dass am 25. das Disneyland Hotel eröffnet und dementsprechend auch sehr, sehr viele Leute dorthin pilgern werden zur Eröffnung. Und man muss da dazu sagen, es werden ja sehr, sehr viele Betten jetzt nochmal frei durch die Öffnung vom Disneyland Hotel. Und dementsprechend wird der Januar und der Februar eher keine Low Season sein, obwohl viele Schließungen bereits angekündigt sind im Januar und Februar. Weil das sind eigentlich so Monate, wo viele Attraktionen renoviert werden, Shows pausiert werden. Und dementsprechend war es immer in den letzten Jahren immer weniger los. Unter der Woche könnt ihr natürlich Glück haben und dass weniger los ist. Sprechen wir noch kurz über die Attraktionsschließungen, die im Januar und Februar geplant sind. Und zwar Big Thunder Mountain vom 29. Januar bis zum 10. Februar. Die Flying Carpets in den Walt Disney Studios ab 8. Januar. Und ich vermute, sie werden auch in der Form nicht mehr zurückkommen. Die Aladdin Passage, also der Walkthrough bei Agrabah Café vom 8. Januar bis zum 19. Januar. Dann haben wir das Karussell im Fantasyland, wird auch vom 8. Januar bis zum 26. Januar geschlossen sein. Dann Cars Road Trip vom 15. Januar bis zum 26. Januar. Hyperspace Mountain nur für einen Tag vom 25. auf den 26. Januar. Und die Teacups ab 29. Januar bis irgendwann in den Februar. Ja, also ihr merkt, trotzdem, dass Disneyland Paris eine neue Season startet, wir müssen halt irgendwann auch die Attraktion renoviert werden. Und auch Walt's Restaurant wird vom 8. Januar bis zum 28. Januar geschlossen sein. Gehen wir weiter in den März, und zwar an Ostern. 29. März bis 2. April ungefähr könnt ihr mit sehr, sehr vielen Menschen im Disneyland Paris rechnen, denn es ist Ostern. Und Ostern ist auch einer der Wochenenden, der langen Wochenenden, wo es
immer super voll ist. Fast wie an Weihnachten, also zwischen den Jahren oder an auch Silvester, ist Ostern einer der vollsten Tage oder die vollsten Tage des Jahres. Und nicht nur, dass viele frei haben an dem Wochenende, sondern es sind auch Ferien. Und da auf jeden Fall auch immer die Ferien in Frankreich online nachschauen. Nicht nach den deutschen Ferien richten unbedingt, eher nach den französischen, nach den spanischen. Das sind so die Hauptferien, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde, bevor ich ins Disneyland Paris fahre und nicht so viele Menschen dort haben möchte. Also Ostern auf jeden Fall auch einer der vollsten Seasons oder vollsten Zeit im Jahr. Dann ein Wochenende im April, und zwar würde ich sagen, so um den ab dem 11. bis zum 15. April könnt ihr eventuell auch mit sehr, sehr vielen Menschen im Disneyland rechnen, denn Disneyland Paris feiert Geburtstag am 12. April, wie wir alle wissen. Dieses Jahr müsste es dann der 32. oder 33. Geburtstag sein. Warte, der ist ja so alt wie ich, also 32. Ich wurde ja im selben Jahr geboren wie das Disneyland Paris. Also wir werden dieses Jahr beide 32. Und ja, viele Leute pilgern natürlich auch zum Geburtstag hin, denn es wird jetzt nicht dieses Jahr mega was Spektakuläres sein. Es wird vielleicht eine Mini-Parade geben, vielleicht einen besonderen Snack, einen Button. Aber trotzdem dennoch feiern viele das Disneyland Paris, den Disneyland Paris Geburtstag auf jeden Fall mit. Ich habe mal geschaut, die Hotelpreise so um das Wochenende herum sind tatsächlich auch teurer. Und ja, und auch viele europäische Länder haben auch in dem Zeitraum Ferien. Und was im April natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass das Studio One in den Walt Disney Studios geschlossen sein wird für mindestens ein Jahr. Und wir wissen, Disneyland Paris mit Umbauten, das könnte eventuell länger dauern. Und das wird natürlich auch einen großen Impact, einen großen Einfluss auf die Walt Disney Studios haben. Denn man wird jetzt außenrum um das Studio One, also Studio One ist die große Halle, wo ihr durchlauft, und man muss jetzt da drum herumlaufen dann für ein Jahr, und das wird natürlich auch, also jetzt hat jetzt nichts mit der Fülle des Parks zu tun, aber dennoch wird es auf jeden Fall auch dort Einschränkungen in den Walt Disney Studios geben. Ja, und mit der Schließung von Studio 1 werden wir natürlich auch ein Restaurant weniger in den Studios haben. Das heißt, es werden auch mehr Leute in den anderen Restaurants sein, wenn sie in den Studios essen möchten. Weil die Kapazität im Studio 1 Restaurant war natürlich schon groß, und es gab halt Burger, die eigentlich auch ganz solide waren. Und das wird auf jeden Fall dort auch fehlen. Der nächste Tag, der super busy sein wird, und das kann ich euch garantieren, ist Bastille Day. Und zwar der Nationalfeiertag von Frankreich am 14. Juli. Und ja, ich weiß nicht, was das für ein Wochentag ist dieses Jahr. Ist tatsächlich auch noch ein Sonntag. Das heißt, ja, es wird wie an Silvester wahrscheinlich genauso ein super voller Tag werden. Und wir wissen, Disneyland Paris darf zweimal im Jahr ein richtiges Höhenfeuerwerk machen. Und das ist einmal an Silvester und einmal am Bastille Day. Und jetzt denkt ihr, okay, Feuerwerk macht der Disneyland im Park, aber das ist tatsächlich nur in einer bestimmten Höhe. Und dieses richtige große Feuerwerk, Höhenfeuerwerk, darf nur an den zwei Tagen stattfinden. Und dementsprechend, ich weiß, letztes Jahr, ich war nicht live dabei, aber Disneyland Paris hat letztes Jahr so eine krasse Show am Bastille Day gezeigt mit Drohnen und Feuerwerk. Und das sah einfach mega krass aus. Und ich weiß, dass ich habe gehört, Gerüchten zufolge, dass auch an Silvester eine Drohnenshow geplant war oder programmiert wurde, auch geprobt wurde ein paar Tage vorher. Aber es war einfach zu windig. Und dementsprechend gab es keine Drohnen an Silvester. Aber ich bin mir sicher, dass auch wieder, wenn das Wetter stimmt, am Bastille Day auch wieder eine Drohnenshow stattfinden wird. Und ja, auf jeden Fall auch das Wochenende dann wird wahrscheinlich super voll sein. Also 13. und 14. Juli auf jeden Fall werden auch mega busy sein. Dann kommen wir natürlich zu den Sommerferien, und wir wissen, im Sommer, wenn Ferien sind, vor allem in Frankreich, kann es auch sehr, sehr voll sein unter der Woche am Wochenende. Und zwar vom 25. Juli bis zum 1. September könnt ihr immer mal wieder mit mehr oder weniger Menschen im Disneyland Paris rechnen. Erstens, wie gesagt, es sind Ferien. Zweitens ist natürlich schöneres Wetter und man geht gerne noch lieber ins Disneyland Paris, wenn natürlich die Sonne scheint. Aber das ist natürlich ein großer Zeitraum, aber da können wir auf jeden Fall mit vielen Menschen rechnen. Und dazu kommt ja noch dieses Jahr, dass die Olympiade stattfindet. Die Sommerolympiade findet ja in Paris statt. Dementsprechend werden natürlich auch viele Leute aus internationalen
Ländern, also international nach Paris kommen und auch definitiv das Disneyland Paris besuchen. Ich bin mir auch sicher, dazu gibt es aber noch keine Neuigkeiten, dass Disneyland Paris auch irgendwas Besonderes zur Olympiade machen wird. Ob es jetzt irgendwie eine Parade geben wird oder eine kleine Mini-Season oder so während der Olympics. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wird Disneyland Paris sich da auch was einfallen lassen zu diesem besonderen Event. Und dementsprechend Ferien und Olympiade werden auf jeden Fall, also ich weiß nicht genau, wann die Olympiade stattfindet, müsste ich jetzt mal googeln. Das mache ich mal schnell für euch. Genau, also die Olympischen Sommerspiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August statt. Dass ihr das auch schon mal Bescheid wisst. Also vor allem in den Wochen, glaube ich, wird super viel los sein. Dann gehen wir schon mal in den Herbst über. Und zwar 19. Oktober bis 2. November. Auch sehr volle Tage, wenn es immer näher zu Halloween geht, wird es immer voller im Disneyland Paris. Natürlich dann auch wieder die Schulferien in Frankreich. Und auch an Halloween einer der vollsten Tage des Jahres, vor allem weil auch in Frankreich der 1. November frei ist. Das heißt, es ist ein Brückentag. Viele kommen dann am 31. schon ins Disneyland Paris, weil es ja noch die Jahre vorher immer eine Halloween-Party gab. Letztes Jahr jetzt nicht, aber die Jahre davor. Und ich war auch schon mal an einer Heiligen im Park und es ist auch super voll. Das heißt, 19. Oktober bis 2. November auch eine sehr volle Zeit im Disneyland Paris. Und dann kommen wir in den Winter rein und zwar vom 20. Dezember bis zum 2. Januar sind auch relativ volle Tage, also kurz vor Weihnachten, über Weihnachten und zwischen den Jahren bis nach Silvester sind auch erstmal Ferien in den meisten europäischen Ländern. Plus, viele möchten auch Weihnachten oder Silvester im Disneyland Paris verbringen. Ich habe gehört, an Silvester auch, weil es natürlich auch keine Party gab letztes Jahr, es gibt tatsächlich Gerüchte, dass es dieses Jahr wieder eine geben soll. Da müssen wir uns auch mal drauf gedulden. Aber dadurch, dass es kein separates Ticket-Event gab im Disneyland Paris, war es super voll an Silvester. Und es hat ewig gedauert, dass man aus dem Park rauskam, habe ich gesehen auf Social Media. Und natürlich, wie gesagt, auch Ferien und Weihnachten und Silvester und so. Und auch das ist eine sehr volle Zeit im Disneyland Paris vom 20. Dezember bis Januar 2025. Das waren jetzt so die Daten, die ich euch am Anfang des Jahres schon mal mitteilen konnte, wann ich glaube, dass der Park mega voll sein wird. Wenn jetzt noch zum Beispiel Sachen kommen, wie der Start der Halloween-Season, da könnt ihr auch mal mit sehr, sehr viel Presse und Media rechnen. Weil zu irgendeinem Start, zu irgendwas Neuem, sind natürlich auch sehr viele Influencer und Medien vor Ort, um darüber zu berichten. Ich ja auch meistens inkludiert. Und dementsprechend könnt ihr da auch mit vielen Leuten rechnen. Und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wann ihr euren Disneyland Paris Trip 2024 geplant habt. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja auch einmal vor Ort. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.